Herzlich willkommen zum Livestream am heutigen Abend. Es ist Montagabend, die Woche hat gestartet und wir starten mit einem Livestream. Herzlich willkommen. Sehr schön, man hört mich. Ich hoffe, ihr seid alle mit dabei, alle gut drauf. So, mal eben angucken. Ja, mir geht soweit ganz gut eigentlich. Bürger. Mal eben auch Dings ankündigen. Da muss ich aber erstmal den Link raussuchen. Servus. Servus. Moin. Na, wie viel bist du schon gefahren? Vorn bin ich vier Einsätze gefahren. Erstmal eine, dann war es so schön still. Und dann bin ich vorhin mit einem Kollegen gefahren und hab mal drei Einsätze nacheinander. Ich setze mich jetzt erstmal so lange bei dir mit aufs Auto, bis dann, ja, wir eine vernünftige Fahrzeugeinteilung machen können. Ist okay. Sonst alles klar. Ja, muss ja. Ja. Ja, bei mir hat es zwar gestern ein bisschen länger gedauert, aber ich habe ja extra viel Zeit mitgebracht. Thank you.
glaube, Sie kennen mich noch gar nicht richtig, oder? Nee, nicht ganz. Also ich bin seit gestern erst hier. Noah Miller, mein Name. Ich war derjenige, der gestern hier im Büro gesessen war, schon um... War es um 19 Uhr schon? Okay. Herausgestellt hat sich sehr gut, weil der Herr, der mit mir das Bewerbungsgespräch gemacht hatte, der hat ja einen oder anderen Einsatz hier reinbekommen. Nein, ich ziehe jetzt keine Jacke an. Ich sollte vielleicht aufhören, während des Teams TikTok zu gucken, Insta zu gucken.
Ich bin gleich wieder da. Ich fahre mal eben ins Bergmannsheim. Bitte? Ich habe gesagt, ich bin gleich wieder da. Ich fahre mal eben ins Bergmannsheim. Ja. Was fahren wir denn Schönes? Die Frage erübrigt sich eigentlich, wenn ich ja im Dienst bin. Moin Kirby. Servus.
Ja, man muss sich schriftlich bewerben. Scheint jetzt keiner hier zu sein, ne? Wenn ich kündige, muss ich warten oder kann ich mich direkt bewerben? Du kannst dich eigentlich direkt bewerben. Kommt halt drauf an, wenn du aktuell bei der Feuerwehr arbeitest, müssen wir halt gucken, weil wir gesagt haben, so wenn Leute von der Feuerwehr zu uns wollen, können die das machen. Ja, aber wird sehr, sehr ungern gesehen. Nein, es gibt kein DRK. Der Rettungsdienst wird durch die Berufsfeuerwehr und durch den RSB betreut. Ja.
Warum gibt es kein ASB? Weil ASB mag das nicht. ASB darfst du auf 5M nicht nutzen. Das hat ein Server damals gemacht. Die mussten richtig Geldstrafe zahlen an den ASB dafür. Und ja, ASB darfst du halt nicht. Ich finde aber das Design vom ASB und so ganz geil. Und deswegen habe ich einfach aus ASB dann meinen eigenen gemacht. Ja. Was man können muss, dass man sich bei Rettungssanitäter bewerben kann. Ja, du brauchst eine abgeschlossene Qualifikation als Rettungssanitäter. Ja. Wenn du die nicht hast, musst du dich halt für die Ausbildungsplätze, Rettungssanitäter ist ja nur eine Qualifikation, für die Qualifikation bewerben. Ah, schade. Bagger so auch noch gemacht, oder? Ich werde jetzt die Straße aufgebaggert. Kann ich gut enden. Ja, macht das. Ciao, ciao. Servus. Servus. Goldberg. Ja, 42 RTW1. Bin ich doch. Ja, ich sag's dir nur. Ist unfassbar. Warum ist los? Nicht? Oh. Du musst dich halt whitelisten lassen, wie alle anderen auch.
Ja, Goldie Baggy. Ja. Goldberg Neumann demnächst, ne? Wollen wir demnächst. Steht oben in der angepinnten Nachricht. Ein neuer Bewerber. Anschreiben plus 5 auf plus 15. Fabian, bist du selber schuld dran? Aber ich nehme ihn dir weg und dann machst du Support. Aber ich finde dich nicht, weil du offline gestellt bist. Das Pech gehabt. Da. Your call has been forwarded to an automatic. Da geht nur die Mailbox dran. Jo, danke dir auch. Warum fahren die jetzt die ganze Zeit mit Gelblicht? Keine Ahnung. Tag, Luciano Grof, wie kann man Ihnen weiterhelfen? Guten Tag. Fahren die mit Gelblicht rum, oder? Zuletzt hatten wir Erkenntnisse, dass sie irgendwas mit den Rohren verlegen. Aber sobald sie durch die Stadt... Ja, kann sein, dass es so weg... Aber wir werden uns einmal drum kümmern. Ja, danke fürs Bescheid sagen. Wie gesagt, dazu wird keine Äußerung getätigt, was das ist. Welche die ist, weil es keinen was angeht.
Jo, schönen Abend. You don't even remember? We had sex in your car. Bitte was? Bitte? Hat die nicht gerade gesagt, die haben Sex in ihrem Auto? We have sex in this car? Ihr habt ja nicht zugehört, keine Ahnung. Ja, du bist ja auch komisch. Ja. Es kann nicht wahr sein. Krieg den Einsatz? Servus. Anscheinend, ja. Also nicht wundern, ja. Also. Ja. Ach, die Bull kommt auch hier spaziert. Nee, nee, mich gibt's nicht. Weg hier. Was willst du jetzt, Lady? Schon ist sie weggeploppt. Und wer hat dir dich angerufen? Die Leitstelle. Ich bin zweimal im System drin. Anstatt einmal. Hä? Ja, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Er hat sich schon gewundert. Das sind ja wie die Stadtwerke, sag mal. Aber diesmal ohne Orange. Ja, noch nicht. Ja, jetzt ist ja ich kann damit. Mein Herz. Guten Tag. Servus. Guten Tag. Alles gut. Waren das gerade die Stadtwerke hier bei euch? Ja, die fahren da gerade. Genau, die fahren die ganze Zeit mit ihrem Gelblicht. Okay, so wird nicht gesehen. Ja, gerade haben sie es aus, aber. Jetzt ist es über Rot gefahren. Das habt ihr gesehen. Ja. Ich frage mich auch, warum der so langsam da immer so fährt. Der eine Streckenmessung macht. Zweifelig. Ich mit dem Fahrzeug. Ah, die haben bei uns auch schon die ganze Einfahrt zugemacht, also nichts Neues. Echt, da standen 50 Barken mit 10 Frage, kommt der Zugführer? Also würde mir das nicht, dass die das gleich hier aufbaut. Alleine den Baum auf Straße wegmachen kommen. Bei uns hat auch Brandt gefragt, nach dem Teil, was er dazu gestimmt. Wenn die euch fragen, sagt nein, das ist schlimm. Direkt. Ja, der hat einfach unser Einsatz, unsere Ausfahrt zugeballert. Kommt, ne? Du weißt ja, Standort. Wenn wir rauskommen da. Naja. Und da könnte ich nach oben links fahren, oder kommen. Nach rechts raus. Ah. Ja. Ja, passt, alles gut. Habt ihr viel zu tun? Verstanden, ich komme hoch. Ja, gerade noch nicht. Es war schon sehr viel los. Also. Also habt ihr schon Angst für nachher? Ja, ich ja. Ich bin's, wenn ich wieder alleine bin. Oder so. Ja, noch 20 Oder doch. Ich sag. Weiß ja nicht, wer noch alles kommt. Deswegen. Gut, dann ziehen wir da mal weiter. Wollte nur ein kurzes Tachchen sagen bei dir. Hat die gerade ihren Müll weg? Hä? Die Person da weg. Egal. Das war eine Hexe. Ja, die dürfen nicht vor unserer Wache laufen, das gibt Ärger. Was? Achso, okay, dann sind wir einfach weg. Na gut, tschüss. Ciao, ciao. Ja, alles 20-1 für Leitsche Gelsenkirchen kommt. Ja, holen Sie. Alter. Ja, alles 20-1 für Leitsche Gelsenkirchen kommt. Alles 20-1 hört. Ja, das sieht zur Info, Pol mit alarmiert und einmal Status nicht dauerhaft. Danke. So verstanden. Digga. Pol mit alarmiert und ich habe den Status. Ich fahr zur Feuerwehr eben. Ja. Okay, er schickt mich sowieso so.
Nein, ich werde keinen Crime RP machen. Das Gefühl, ich werde verfolgt. Das 3-11-20-1 wird abschließender Lagermeldung. Kein Baum vorgefunden, wir sind wieder Status 1. Komm. Ja, die Leute vergessen nicht, ihn zu verstanden. Weil ich keinen Bock auf Crime habe, deswegen. Die verfolgen mich, habe ich das Gefühl. Weil ich jetzt zur BF fahre. Nö, die warten auf gar nichts von mir. Weil ich zur BF jetzt fahre. Ja, ne?
suchst du jemand? Wer ist von der Führungsebene jemand da? Herr Thompson ist da. Ja, wo ist der? Oben im Büro, ich kann nicht kurz hinführen. Oder weißt du, wo ist es? Ich weiß wo. Okay. Ja, der Tuareg, den habe ich gemacht. Ja, der geht's eigentlich ganz gut. Was ist? Kann man dir weiterhelfen? Nein. Ich habe schon geholfen. Ich weiß nicht, der hat auf jeden Fall gerade ein Bewerbungsticket gemacht, wo er alle seine Zertifikate, das sind mindestens 10, 15 Stück, aus, hat er gerade alle einzeln reingesendet. Ah, okay. Ja, der war doch schon mal hier, oder? Der war, glaube ich, auch mal bei der Pool. Ja, kann sein. Ja, kann sein. Okay. Ja, dann, dann müssen sie. Miss sie kurz sprechen. Halt warten, bis der, ja, was ist denn? Mein Opa da ist. Ja, dann gehe ich ja mal kurz draußen mal nachfragen, was hier jetzt los ist. Dann ich begleite kurz raus. Dann grüße ich nochmal herzlich willkommen in der Großstadt. Vielen Dank. Thompson, guten Abend. Soll ich dann Erdbeer parieren, Herr Petersen? Der ist Heide. Ich möchte gerne, wenn Zeit hast, gleich ein Gespräch machen. Das ist nämlich auf der anderen Fahrt, ja, was vorgefallen. Ja, dann kommen wir. Ich wollte was fragen, nur eine Genehmigung holen, Herr Thompson. Was darf denn? Darf ich beim HNF einen Ölwechsel machen? Dauert 2 Minuten. Hast du immer noch nicht? Natürlich darf ich das, du kennst dich nicht mit Motoren aus, Mann. Es wird hier nicht rumgebrüllt, das klären wir gleich alles unten. Ihr geht jetzt alle nach unten. So. Ja, nochmal, wie kann man Ihnen helfen? Ist Meierhofer da? Negativ. Kommt Meierhofer heute? Er sagte gegen 8, halb 9. Sehr schön, ich muss nämlich mit ihm reden. Ja, das brauche ich auch unbedingt. Ich weiß nicht, was euer Problem ist, aber Funkdisziplin hat weder eure Leitstelle noch sonstiges. Ich höre die ganze Zeit, bitte, danke, melde dich mal bei mir, ja, und so weiter. Wenn nicht, halte ich hier mal einen Funklehrgang. Ja, da wollte ich sowieso mit dem Herrn Becker, der unser Ausbildungsleiter ist, wollte ich auch nochmal darüber reden, dass man das nochmal macht und nochmal jeder aufbricht. Es ist schlimm. Es ist schon wieder so zum Kotzen, da ich jetzt gleich schon wieder so die Lust dazu habe, wieder aus der Dienst zu gehen. Das tut mir auf jeden Fall sehr leid. Hä, hey, wie meinst du das? Ich bin dran jetzt. Ich bin weg.
bisschen zu früh losgefahren. Hey,
Buch. I get the job, man. Lay it on me. Alter, ist das hell. Hey, nice wheels you got. Alter, ist das gerade schlimm, Digga. Ich stehe jetzt draußen neben mir, ein Chef, der übrigens wird falsch. Ich höre gar nichts. Gut, da fährt noch einer. Hallo, können wir bitte reingehen? Nö, der kann das mitnehmen. Ist ja nass. Ja, komm. Ja. Ja. Sie haben besser sein. Sicher. Vielleicht arbeiten, Straßenrennen gehen. Das wissen sie doch nicht. Der Tag ist noch jung. Das bezweifle ich, dass sie alles wissen. Ich ihn auch. Und ja. Good back. Ja. Also, welcher? Sie. Arbeitszeit ist Dienstzeit, ne? Da wird nicht telefoniert. Das war mein Schulzi. Ah, okay. Der hat mich übrigens das angerufen. Das ist bei ihm eine Routine. Ja. Leben ist anstrengend. Ja.
ja. Herr Meier, wie geht's Ihnen? Wäre das Wetter besser, natürlich auch besser. Das ist wir haben Unwetter angemeldet für heute. Unwetter auch noch. Und was war gerade Ihre Frage? Wie kommt das hier bei den Stadtgrenzen? Das ist das Angebot, ne? Kein Stress mehr. Aktuell. Na, später mal sagen. Mehr Mitarbeiter, mehr Stress. Ist auch so ein Faktor. Ja, ihr könnt euch nur einstellen. Ja, aber ich möchte aber halt, ich hab dass ja, meine Mitarbeiter irgendwann mal da ich euch ja den Server zeige, habe ich mir halt mehr gemacht. Ja, ja. Wird mein Schritt noch dauern. Dafür gebe ich vielleicht noch eine Woche. Maximal. Ist er lieb oder oder bis das kann? Also, in Punkt 2 vermutlich mal länger. Männers, ich bestehe drauf, dass ihr jetzt alle Jacken holt. Wir wollen ja nicht, dass die krank werden. Genau, ich brauche Mitarbeiter, deswegen dürfen die nicht krank werden. Na, jetzt noch die anderen, dann haben wir perfekt. Was haben wir denn da? Rettungssanitäter? Notfallsanitäter? Ohne Rettungssanitäter. Ja, und Keck. Für mehr hat es nicht gereicht. Herr Miller. Ja. Wie gut ist denn Ihr Kopf? Warum? Besser als meiner. Ich glaube, das soll heißen, Sie sind ein NF. Nee, das soll das nicht heißen. Das heißt erstmal, wie gut ist Ihr Kopf? Inwiefern, wie gut ist mein Kopf? Sie haben mich schon verstanden. Können Sie gut Auto fahren? Ja. Oder haben Sie öfters mal Kopfschmerzen? Nee, Kopfschmerzen haben. Dann kommen Sie mit aufs NEF. Okay. Sehen Sie, ich kann voraus. Und Goldi fahren zusammen Rettungswagen. Ja. Das ist aber gut. Dann Alter Verwalter. Ob der Katastrophenschuss auch bereit ist? Das ist jetzt die Frage. Bis unweiter. Alle drei unterschiedlichen Jacken. Ja, haben alle Sorten einmal an. Jo. Normalerweise müsste ich ja jetzt der Außenseiter sein und den T-Shirt fahren, ne? Ja, dann haben wir mich. Dann bist du aber krank. Ja, auch noch den Motors. Ja, ich bin dann mal wieder weg. Hört auf. Ja, komm. Okay. Und kann man aufmachen? Was? Ist ey, was anderes? Das ist der Luft. Ja, Luftrettung. Guck doch mal, hier steht Stadtteil kommt nicht raus. Pech! Hat der Typ Pech gehabt? Das war der Mülleimer. Ja. Durch die Scheibe durch.
Hast rein. Hey. Ist da eigentlich der andere Goldberg? Nee, der andere Goldberg ist anders. Goldi! Aber mein Notfallsanitäter hat jetzt auch schön die Jacke an. Ja. Ich finde die von Apollo auch am schönsten von GSG. Von der Apollo-Serie, die wir jetzt anhaben. Ja, ich weiß nicht, warum nicht. Miller, sie können ihr Auto den jetzt wieder einpacken. Goldi! Ich höre nur Goldi von hinten. Meine Güte, ist er am Playstar. Du kannst alles andere als Auto fahren. Digga. Jetzt. So, du kannst mal zu Miller rausrennen und sagen, dass er bitte Notarzt-Einsatzfahrzeug holen soll. Jo. Sag ihm mal, er soll, ja, keine Ahnung, soll ruhig den, ja, ist egal, soll ruhig Vito holen. Vito. Guck dich mal die schöne Grafikmod hier an. Du hast sogar jetzt. Goldi. Ich habe mich jetzt mal ganz frech mit in die Garage gestellt. Ja, ja, sollst du ja auch. Super. Kommen wir jetzt in den Sitzkreis? Ja. Werde ich schon sagen. Morgendliche Besprechung. Ja gut, morgen ist eine Lande. Abendliche Besprechung. Ja. Es rumpelt aber auch schon ganz schön draußen. Das stimmt. Ich hoffe, dass meine Komplett getroffen wird. Oder sowas. Goldi! Ah. Kannst du mal bitte aufstehen? Was ist jetzt? Jesus? Was? Jesus? Ich hab keine Ahnung. Nee. Nee. Mach dir ein Ritual. Damit die Hexe besiegt. Innerlich. Ja. Irgendwie sowas. Und da wird jetzt ein Goldfisch rausgelassen. Doch, Goldberg, lass uns das bitte nochmal machen.
Ich muss davon mal ein Foto machen. Oh nein, ich hab's groß. Bitte, also, wir nehmen das nicht als Werbung. Mein Bild machen und auf Insta posten? Nee, lieber nicht. Doch, doch. Du hast die Einstimmung scheinbar. Nee, also, hab nichts noch nicht stehen. Wenn ich dich bewusstlos hau, bin ich doch dein Vormund, oder? Bezweifle ich. Ich war das war das ganz Kleingedruckte unten rechts. Das Foto geht ziemlich lange, muss ich sagen. Ich glaube, es ist sogar mehr als ein Foto. Ach so. Ja. Es macht irgendwie keinen Sinn. Also. Ja, Nein. Hey, was? Naja, mein Hinter. So. Mein Arsch. Darf man denn immer ein Bild machen müssen? Nein. Jetzt am besten dann gleich mal noch in die Kamera drehen, ja? Jetzt kann ich Jack fotografieren. Okay. Das ist auch im Kleingedruckten gestanden. Das stand da alles im Arbeitsvertrag. Also, ja, das war das Kleingeschriebene unten links, oder? Oh! Einfach Ehrmann rumgeschlagen. Oh oh. Au! Ja, das war das Kleingedruckte unten rechts, oder? Ich dachte mir schon, warum ist denn das so klein? Man könnte ja gar nicht lesen. Ohne den Panzer ist besser. So, was? Leon? Die chatten wir jetzt von Zeit, ja. Du wolltest mir noch erklären, seit wann Luca Müller gekündigt hat. Müller gekündigt hat. Ja, immer noch gestern. Gestern? Warum? Ja, weil interne. Also, Datenschutz. Wegen gemobbt. Haben wir den gemobbt, oder? Nein.
Nein, er möchte über die Familie helfen. Er hat eine Familie? Ja, ich will gucken, wie viel Tank wir haben. Der Blinker geht ein bisschen verkehrt rum. Ich hab grad die Firma irgendwie den Balken, ich glaube, verkehrt rum aufgesetzt, oder? Aber es macht ja auch dann keinen Sinn, weil dann ist ja das hintere Blaulicht auch noch vorne. Schon ein bisschen sehr, naja, aber ja, da blinkt halt alles klar nicht mehr. Das ist halt so. Bei nur einem Stoppschild, was machen wir denn? Ich sag halt, das wäre nur ein Stoppschild da vorne. Ich glaube, die haben Angst. Jetzt. Ja, danke fürs Bescheid sagen. Ich weiß vielleicht immer noch nicht, wo das lebt, aber ja, keine Ahnung. Und sonst war bei Ihnen alles okay? Ja. Stell dich einfach geradeaus, einfach fahr. Rechts. Genau, und hier ist unser Parkplatz hier. Genau vor dir ist unser NEF-Parkplatz.
Bin ins ICL raus, aber aktuell brauchst du noch keinen Führerschein. Warte eigentlich auf den Herrn Jäger. Der ist wohl hier. Keine Ahnung was. Hallo. Ja. Und wie läuft's bei euch gerade? Ja, ruhig. Das hast du nicht gesagt, ne? Wir. Ah, oh, Goldbeck hat sehr raufbeschwören. Ich frag so, wie es bei denen aussieht, ne, eher so ruhig. Alter, da könnte ich schon wieder. Okay. So, dann lass uns mal fahren. Auf Bundesstraße, eingeklemmte Person, Auto und Leitplanke, Quittung, dann drücken wir mal die 3, ne? Und du knallst. Oh, mal sowas von. Ja, fahr hier links einfach, genau. Gucken, was uns jetzt erwartet. Welcher DMO ESC vor Ort kommen? Genau, fahr mal hier links, fahr mal hier links, fahr mal hier links. Ja, die zählen vor hier links auf dem Parkplatz. Hat der Feuerwehr mit Ende. Das heißt, hier wird auf der Autobahn sein, kann das sein? Das sind wir jetzt auch
wegen Bundesstraße. Hä? Ja? Bundesstraße schätze ich jetzt auch, dass der oben drauf ist. Ja, dann fahren wir oben drauf. Fahr links, links. Und dann fährst du da vorne auf die Autobahn. Defekt und ist hier reingerast. Lass mich eben kurz mein Helm mitnehmen. Danke, von Feuerwehrbahn kommen. Ja, wir können uns gemeinsam dort kommen. Wir über die Polizei. Fahrzeuge sind die Leitplanke. Ja, hat der Herr nicht lang gesehen. Also wir haben die Tür nicht aufbekommen, deswegen habe ich glaube ich gefunden. Ja, das ist hier, wird vorhin ein bisschen verzogen. Der Herr, hören Sie mich? Ich höre Sie. Wollen wir das meinen, aber ich bin der Notarzt. Was tut Ihnen weh? Ja. Was tut Ihnen weh und was genau ist passiert? Mir tut irgendwie am Hals oder weh, am Rücken. Ja. Machst du schon mal ABS-Kaube? Und die Rippen, ja, die Bremse, das Gaspedal, der ist mit 170 gehen gebracht. Ja. Ja, die Tür lässt sich auch nicht öffnen. Sollen wir schauen, ob ich über die Beifahrerseite reinkommen ziehen? Ja, guck mal, ob du zu ihm reinkommst. Hallo? Dann machen Sie das. Meine Tür wird klemmt auf der Fahrerseite. Gib mir mal eine Lage, was mit dem Patienten ist. Schaut aus, als wäre das Bein irgendwie da versteckt und hier oben fest. Ja. Das rechte Bein hat auch geschnitten worden. Ja. Ansonsten, der linke Arm schaut jetzt sehr stark blau aus. Das sehe ich jetzt nicht so weiter. Ja. Wann kommt denn die Feuerwehr hier mal? Goldberg? Ja. Frag mal nach, wann die Feuerwehr hier vorhat einzutreffen. Obwohl ich höre sie schon. Ja, würde sagen, kommt glaube ich. Ja, die sind da unten, die beiden sind unten, ja. Aber muss probieren. Wir gehen erstmal ins Stiftwerk an. Ja, dann macht sie das. Das kann jetzt ein bisschen eng vorbei ziehen, gell? Okay? Ja, alles gut, ich kenne das. Ja. Leg mir schon mal einen blauen Zugang. Ja. So, ich fahr's nicht weiter mal zu dir rüber. Ich fahr jetzt mal ganz kurz fixen. So. Der Zugang ist gelegt. Ja, sehr schön. Dann hängen auch sofort eine 500er Kilometer dran. Ich glaube, der Navi ist irgendwie, zeigt irgendwie falsch an, kann das sein? Sehr schön. Klebst du mir ein 4-Kanal-EKG? Ja, okay. Gib mir mal ein EKG, damit wir einen aus dem Bild und dich entdecken können. Ja. Servus! Hallo? Thompson zu Zies. Du hörst mich ja, ne? Ja. Also Patient endlich zu schon einem Verkehrsunfall, ist eingeklemmt.
mit dem rechten Bein und die Fahrradtür geht nicht auf. Mein Notfallsanitäter vom NEF sitzt jetzt auf dem Beifahrersitz so lange. Wenn HLF hier ist, sag ich so, die sollen direkt die Tür aufmachen und so Fahrzeug soweit stabilisieren. Ja. Herr Thompson, holen Sie mich aus. Ja, wir versuchen eins, was wir können. 80er Puls zu 106 zu 71 ist vollkommen okay. Ich fahre jetzt direkt vorhin bis zum EEW. Der Ansprechpartner? Ich stehe vor dir. Ah, perfekt. Crashrettung oder? Nö, also Patient ist jetzt nicht so lebensbedrohlich verletzt, dass ich sage Crashrettung, also macht in Ruhe. Ja, Patient ist halt rechtzeitig mit den Beinen eingeklemmt. Das kriegen wir hin. Angestrupp nimmt sich einmal einen Streiter. Kannst du seine Verletzung am Brustkorb mal verhandeln, wenn du da dran kommst? Achtung, einmal kurz dich wundern, ich denke, hier hat er das ist freut mich, dass ich so lange, ich kenne das alles schon. Ist die Scheibe da auf? Ja, ist auf. Ich bin selber bei Ihnen in der Feuerwehr. Goldberg, komm mal mit dem Rucksack hier rüber. Ich brauche einen Unfallrucksack. Hä? Komm mal zu mir, ich muss mal eben an deinen Rucksack. Bitte schön. Ja, kriegt ihr es nicht hier die Tür aufzuspreizen? Ja, das war einfach. Moin, Gavin, kann ich mal mit dir so mitkommen? Nerven ist. Sei wir zwei einstanden. Herr Meier hier am Fenster. Hallo, ich bin der Herr Bauer. Bauer, was haben Sie gemacht? Bremsen haben Sie gemacht. Warum sind Sie außer Dienst? Ja, ich wollte mal ein bisschen Kopfball bekommen, oder? Und dann haben die Bremsen geklemmt und ja. Schließe die Tür auf.
dauert halt ein bisschen. Ich kann erstmal ein paar Tage nicht in den Dienst kommen, glaube ich. Was ich lernen will, sobald sie aus dem Auto raus sind, kommt sie zur Krankenhaus. Sobald es ihm wieder besser geht. Achtung, nicht erschrecken, könnte laut werden. Mach die Tür, es kommt halt ab. Ja. Dann einmal Spinebot bereithalten, die Feuerwehr kann mit anpacken. Ja. So, alle, die jetzt nichts zu tun haben von der Feuerwehr, einer muss helfen, mich anzupacken. Nicht erschrecken, kann wieder laut werden. Tür direkt bitte wegziehen. Ja, super. Oder einmal zusammen, Spineboard. Ja. Ja. 3, 2, 1 und drauf. Und auf die Trage. Sehr schön. Und dann einmal in den trockenen RTW bitte. Ich spüre gar nichts mehr. Dann einmal Vakuummatratze abziehen. Ja, Notarzt, ich will meine Beine und Arme nicht mehr. Ja, wir gucken da jetzt nach. Mit blau Bergmannseil. Ist okay. Nur das begleitet. Luca. Was willst du? Red nicht mehr mit mir, passt schon. Was ist denn? Ich wollte nur fragen, ob alles passt. Ja, mein Patient hat wahrscheinlich HWS-Trauma. Ja? Ja. Und deswegen fahren wir jetzt. Wir wollen weitere Lagemeldung, Person aus Fahrzeug mit 2. Ihr müsst die Türen schon zumachen. Fahrzeug wird jetzt von uns noch die Batterien abgeklemmt und weiter kurz Brandschutz sichergestellt. Fahrzeug gerade in Brand geraten. Rettungswagen fährt jetzt ins Krankenhaus. Wir bräuchten noch den ADAC vor Ort kommen. Fahrzeug in Brand geraten. Geht dem nicht gut, der Feuer gefallen hat? Wenn du mal für mich angst. Ich nutze mal euer Funky, ne? Ja. RTW1 aufgenommen, Patient männlich, Zustand nach Verkehrsunfall, Verdacht auf HBS, Trauma, Notarzt begleitet, abgenommen. Blödsinn, gehen Sie mit. Ich wette mit dir, der hat nicht verstanden, was ich gesagt habe. Ach, Goldberg fährt, ne? Es sind zwei Goldbergs. Wer fährt denn? Ich. Ach, sehr schön. Nicht der komische Goldberg, der noch einen Kopfschmerzen hat. Wie bitte? Sie sind Weltmeister im Punkten, kann das sein? Nö. Wie geht's Ihnen soweit? Außer dass ich mich spüre, aber jetzt gut. Ja, das kann halt jetzt durch die Kontinuität anzunehmen, durch die Kontinuität machen. Ja. Das sollte sich aber wieder nicht tun, weil sie sind ja mit hoher Geschwindigkeit jetzt aufgefallen und die Wucht vom Airbag kann das schon auslösen. Ich kann jetzt wieder mein Feuerwehrdienst. Das entscheide nicht ich.
Ich bin lediglich der, der sie von der Unfallstelle ins Krankenhaus bringt. Der Rest ist dann für die Ärzte vor Ort. Okay. Was ist jetzt von Ihrem Wissen her? Glauben Sie, vielleicht wieder laufen können? Wie bitte? Von Ihrem Wissensstand, medizinischen Wissensstand her, glauben Sie, ich kann wieder laufen? Sagen wir so, in 98% der Fällen geht das gut, ja. Ist der Job cool, so als Notarzt? Ja, ist schön. Ist besser als in Feuer reinzuhören. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben. Doch, ich unterschreibe das. Ich stempel das sogar. Warum also fahrt ihr immer hier rein und dreht mich einfach auf? Komm, wir mal hier. Also ich muss ehrlich sagen, ich finde das so richtig geil, die Knochen reinzuhören und dann zu löschen. Das ist das Geilste, was es gibt in der Feuerwehr. Schon überlegt, irgendwie mal Rettungsdienst mal zu wechseln und was anderes auszuprobieren, als immer nur das Gleiche. Ärzte irgendwie da. So, wir legen sie dann auf 3 rüber auf die Trage. 1, 2, 3. Sehr schön. Super, dann kommt auch gleich jemand von der Notaufnahme. Goldberg. Darf ich dir einen Tipp geben? Ja. Auch wenn wir von einem Rettungseinsatz kommen, ne? Das NEF ja. Parkt trotzdem nur vorne auf dem Notarztparkplatz. Ist okay. Kannst du nicht wissen, weil du das erste Mal NEF fährst, ne? Aber nur damit du Bescheid weißt. Ist okay. Ja, sonst, die Zusammenarbeit war super. Auch wenn wir das erste Mal jetzt im Einsatz waren, kann ich sagen, super Zusammenarbeit. Wir haben uns bereit erklärt, dann ins Auto zu gehen. Ja, sonst. War ja aber, muss ich tatsächlich auch sagen, war noch kein schwieriger Einsatz jetzt, ne? Danke, Kieran, für 3-4-1 kommen. NVE, Fanti mit ihren 3-4-1 kommen. Mit Michel. Ja, bitte mal bei mir bei Grad bilden. OEW 2-1 mit abschließender Lagemeldung. Einsatzstelle an Pol übergeben. ADAC soll ich schon bei der Pol vor Ort melden. Wir rücken wieder über Staus ein. Ich bin sofort wieder da. Ich bin sofort wieder da.
Servus. Servus Live-Chat, da bin ich wieder. So, ich bin auch wieder. Okay. Ich musste mir nur gerade Mandelspekulatius holen. Da ist er ja, schau. Jo. Mein Beifahrer, jetzt wird nur deiner. Ja, Mann, das ist ein Auto. Warum sitzt deiner im Auto? Den müsste ich auch gerne, der redet nicht mit mir. Vielleicht ist es da warm. Ja. Wenn ich den Pager habe oben, was passiert denn, wenn ich auf den runden Knopf drücke? Welchen? Den normalen, diesen rechteckigen. Verschwindet dann nur das und ich habe dann nur noch das andere, oder? Wenn du bei dem Funkgerät auf der linken Seite den rechten oberen runden Knopf drückst, dann ist dein Melder weg. Der linke volle Knopf. Im Prinzip, wo du im Kopf lauter und leiser drehen würdest. Ja. Warum ist das Feld auf einmal so komisch? Wie? Das ist so. Hitzegewitter! Ah, ach du Scheiße. Was? Beim anderen weiß ich jetzt nicht. Das benutze ich nicht. Gleich wieder da, ich geh mal schon aufs Klo. Jo.
Wir haben kein Klo auf der Waffe. Gucken wir ihm das, wann das, er das sieht. Das wollte er gleich merken. Zentrum der Arbeit. Ja, Meyerhofer. Servus Meyerhofer, was geht? Yes. Ja, ich hab gehört, Sie müssen mit mir reden. Ja, geht einfach in die Halle oder so. Ja, geht um die Funkdisziplin von deinen Leuten. Mhm. Danke, bitte, Halle. Ruf mich an, sonstiges. Wer war, also was, den Namen irgendwie oder? Kennst du die Person? Thompson weiß, wer die Namen sind, weil Thompson da war. Okay, okay. Aber jetzt, ja, okay, was? Was ist das? Sonst so bei euch? Haben wir nicht aufgewacht, wir haben einiges besetzt, irgendwie, keine Ahnung. Fiese mit zwei Mann. Fiese mit zwei Mann, wer fährt denn als zweiter Mann auf dem Fiese mit? Weiß nicht, muss den Hofmann fragen. Aber der. Mhm. Die sind zu zweit, dann.
Ja. Ja, HLF und so weiter. Okay, wir sehen uns dann später bei meinem Einsatz vielleicht. Ja, ja, hoffentlich nicht, Servus. Alles klar. Das funktioniert. Einsatzalarm. Rettungsdienst 1. Verletzte Person im KH. Weiterleitung von Polizei Gelsenkirchen, Postleitzahl 7011. Es rücken aus 42 RTW 1. Wir haben 2. Wir haben die ganze Zeit 2 gehabt. Mm-hmm.
bis jetzt gab's einen. Nee, stimmt nicht, bis jetzt gab's zwei. Ja, aber was soll ich halt sagen, das ist halt auch Realität, ne? Manchmal fährst du einen Einsatz nach dem anderen. Ich kann da ja, glaube ich, am besten aus Erfahrung sprechen, und manchmal fährst du in deinem 24-Stunden-Dienst vielleicht einen Einsatz. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, ist nicht groß, aber trotzdem. Wo ist eigentlich ein Hallöchen? Ach, ich wollte gerade schon fragen, wo mein Notfallsanitäter bleibt. Du warst jetzt aber lange auf Klo. Ja, ich habe mir schnell noch im Kopf einen Salat gemacht. Verwachtung, wir packen ein neues Halef aus. Die sind im Dauerfunk, meine Güte. Ach, übrigens, der RTW ist zur verletzten Person raus. Okay. Erstmal eine schöne Spezi aufmachen. Boah,
jetzt kann aber auch mal ein Einsatz kommen, ne? Oder man sagt das immer, was man eigentlich nicht sagen sollte. Junge, das sind auch schon wieder Fragen, brauche ich hier bei mir auf dem Kanal eigentlich. Hallöchen. Goldi, wo ist der andere Goldi? Wo in Gelsenkirchen von 3 zu 1 kommen. Warte mal, der war zwar da oder ist da, aber. In Gelsenkirchen hört sich 3 zu 1. Ja, Frau, gibt's doch ein RS. Inwiefern? Ja, gibt's doch einen Rettungsanbieter auf dem 3 zu 1 für mich. Negativ. Verstanden. Meierhofer, bist du im Funk drin? Nein, also ja. Hast du das gerade mitgekriegt? Nein. Sowas meine ich, dass Petersen mit der Leitstelle, keine Ahnung, über einen Funk diskutiert zum Thema Rettungssanitäter für den Rettungswagen. Ja, es ist eigentlich ein Telefonat wert, ne? Ja, ist ein Telefonat wert. Auf jeden Fall. Wer sagt, Leitstelle über Draht kommen, ist ja alles gut, ne? Aber dass sie es dann über Funk machen, finde ich nicht okay. Nee, auch nicht. Also, es gibt ja auch so ein Funkding, ne? Die Raute, das ist ja, heißt ja Rückruf für Leitstelle. Ja. Naja. Erklär das mal fix. Ah ja, ich hab's genug selber mitbekommen. Jetzt mal Meier aufhören. Oh, die Sonne kommt raus. Ja, die Sonne kommt raus und er kommt auch rein. Der Goldfisch bringt das gute Wetter mit. Ja.
Wisst ihr, was ich jetzt mache? Nö. Springen über den Tisch. T-Shirt aus. Ja, wow. Ich hasse diese Türen. Du kommst hier nicht raus und du kommst hier nicht rein. Leitstelle Gelsenkirchen für nicht sein Ernst, Leitstelle, ne? Gelsenkirchen für 3H201 kommen. Ach. Erstmal überlegen, was der Funkrufname vom Fahrzeug ist. Also Leitstelle Gelsenkirchen hört sich. Am Einsatzort eingetroffen, brennende Tankstelle kommen. Ja und? Ja, das ist so verstanden. Aufwertung zur Tankstellenbrand. Ende mit Leitstelle Gelsenkirchen. Oho, Goldberg ist da. Ja. Ich komme und gehe. Wie? Ich gehe außer Dienst. Gehst du nicht? Okay. Ist verboten? Ja. Gut, dann bleibe ich wohl noch. Sonst hat eine Goldberg nämlich keinen Kollegen. Ja, doch, der hat doch. Nee, das ist mein Notarztfahrer. Ja. Ja. Er hat dann niemanden. Deswegen bleibst du hier. Für den Dreck heute wäre. Netzstelle hat sie. Alarmstufenerhöhung, Feuer 3 nach Alarmierung, Karte willkommen. Er wird durchgeführt. Keine Wende. Feuer 3, das heißt theoretisch fahren wir jetzt auch. Feuer 3 ist NEF 2 RTWs.
Nein. Leitstelle Gelsenkirch für das 3 HLF 201 kommen. Leitstelle Gelsenkirchen für das 3 HLF 201 kommen. Junge, es gibt die 5. Hört sich. Lage, Feuer aus, brauchen keine weiteren Einheiten mehr kommen. Es hat die Leitstelle somit. Ende mit Leitstelle Gelsenkirchen. Go back. Huh? Nicht du. Goldberg. Wolltest du schlafen gehen? Nee. Hast du doch gerade gesagt? Nee, ich wollte außer Dienst gehen. Achso. Tschüss. Miller. Leitstelle Gelsenkirchen für das 3 Ich bin jetzt weg, weil ich muss noch was anderes. Ich muss noch ein bisschen was erledigen. Du gehst mit Goldberg auf den RTW. Können wir die Polo noch einmal vor Ort geschickt bekommen? Ja, bis später. Bis später. Ja, wo die zwei Berlin geschickt machen. Verstanden, Ende mit Leitstelle. Ja, wie gesagt, ne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen im Stream mit der Polizei wahrscheinlich mal wieder. Bis morgen, Dankeschön fürs Zuschauen.